Hallo, liebe deutschsprachige Teefreunde aus ganzer Welt und vor allem aus der Schweiz, aus Österreich, aus Deutschland, aus dem Liechtenstein, aus Luxemburg, aus Belgien, aus Dänemark, aus Lothringen und aus meiner Heimat, dem Elsass. Willkommen zu einer neuen Teeklasse über Oolong-Tee. Ich bin Stefan Erler, der Gründer des Tea Masters Blogs und der Tea-Masters.com Teeboutique in Taiwan. Wir sind heute der 8. Mai 2022. Diese Woche war ich in Shaanxi und in Lugu, habe also die neuesten Ernten von dem Berg Shaanxi gekostet und sogar eine mitgebracht, für meine Boutique selektiert. Die werde ich auch gleich probieren. Diesmal in einer Yixing-Teekanne. Letzte Woche haben wir Alishan Oolong in einer Schale probiert. Diesmal möchte ich mein Oolong am besten sogar in einer Yixing Juni-Kanne probieren. Denn ich bin ein bisschen durstig, deshalb möchte ich diesen Kurs mit ein bisschen Oolong machen. Also fangen wir gleich an, diesen Oolong zu machen. Hoppla. Die Kanne ist natürlich zurzeit viel im Einsatz, deshalb ist sie ein bisschen, ist ein Blatt, da war drin, aber jetzt raus. Okay, das erinnert uns, normalerweise sollte man das im Voraus checken. Also Fehler passieren den besten. Diesen Oolong zeige ich euch gleich. Sehr grün, etwas wie sagt man, das Gegenteil von hell, also ein bisschen nicht schwarz, sondern dunkelgrün. Und wir machen die, wir lassen die Blätter tanzen. Okay, und weil es nicht geröstet ist, können wir sogar Wasser da drauf gießen. Das erhöht die Temperatur und das lässt noch mehr Düfte raus aus den Blättern. Also, diese Woche am Donnerstag war ich in Shaanxi. Die Erntesaison im Frühling geht ja von den Niedriglagen bis zu den höchsten Bergen. Also letzte Woche war die Saison in Alishan aufgehört. Diese Woche am Donnerstag war die Saison in Shaanxi fast vollständig dann auch zu Ende. Ich habe noch ein paar Ernten sehen können. Ich habe auch an diesem Tag einen Chashi in Shaanxi gemacht und das live im Internet über Facebook und auch über Instagram gezeigt. Ich hatte diesen selben Charbuch dabei, eine etwas kleinere Teekanne, aber dieselben Teetassen und diesen selben Tee, eine Ernte aus dem 3. Mai dieses Jahres, Qingxing Oolong aus Yankeng. Yankeng ist eine Region von Shaanxi. Man unterscheidet dort vor allem zwischen Shaanxi Yankeng und Longfengxia. Longfengxia ist die höchste, der höchste Teil von Shaanxi und Yankeng ist ein bisschen darunter. Okay, toll. Sieht sehr frisch, grün und gut durchsichtig aus. Er riecht auch natürlich sehr, sehr frisch, sehr, sehr grün, cremig, blumig. Und
Also die ich ernten in Shaanxi, die fanden zwischen dem 22. April und also dem ungefähr dem 5. Mai statt. Und was ein bisschen ungewöhnlich ist dieses Jahr, war es am Anfang wärmer als zum Schluss. Am Anfang gab es große, schöne Sonne und ab dem 1., 2. Mai wurde es kälter, da kam eine Kältefront nach Taiwan. Die Temperaturen sind stark gesunken und es gab dann im Nachmittag Schauern, manchmal Donnerwetter. Und das konnte ich bei einem Bauern sehen und Kosten. Seine Produktion vom 2. Mai war wirklich sehr bitter, weil es an diesem Tag auf seiner Plantage zu viel geregnet hat. Diese Ernte ist also vom 3. Mai, also von einer Zeit, als es sehr kalt wurde. Und ich finde, ich konnte auch ein anderes Los von der wärmeren Zeit der Ernte kosten. Diese wärmere Zeit, da sind die Aromen mehr früchtig und vielleicht ein bisschen süßer und kräftiger, aber nicht im Nachgeschmack. An diesem Tag, am 3. Mai, schmeckt der Tee viel mehr wie ein Tee aus Lishan, also aus einer viel höheren Lage, weil es viel kälter war. Und es ist ja, je höher man geht in den Bergen, je kälter wird's. Und deshalb finde ich, dass diese Ernte vor allem am 3. Mai diese Frische der sehr, sehr hohen Berglagen mitbringt, obwohl es eigentlich nur aus Shaanxi ist. Und deshalb habe ich sie mir ausgesucht, denn sie hat auch einen guten langen Nachgeschmack, viel Energie und also ein mit und sein Preis ist sehr, sehr normal, wenn man es mit Daoyuling oder mit Lishan vergleicht. Aber es hat etwas sehr Ähnliches wegen dieser Kälte an diesem Tag. Diese große Temperaturschwinkungen, auch dieser Regen, das Los der Bauern in Shaanxi und in Taiwan im Allgemeinen. Sie kontrollieren das Wetter nicht. Sie kontrollieren auch nicht die Leute, die kommen, um zu pflücken. Es sind zurzeit viel weniger Migranten, Arbeiter aus Südostasien, die da sind in Taiwan, um Tee pflücken zu können. Und deshalb sagte mir ein Bauer, dass er weniger aus seiner Plantage rausbekam, weil nicht genügend Pflücker da waren, und er musste sie sogar an einem regnerischen Tag einsetzen, denn sie waren sonst schon ausprogrammiert und deshalb hat man auch an einem Tag, wo es geregnet hat, Tee gemacht. Normalerweise, wenn man die Wahl hat und wenn genügend Arbeitskräfte da sind, sagt man einfach, bleibt zu Hause und wir machen das morgen weiter. Aber wegen dieser Knappheit wurde sogar Tee gemacht an Tagen, wo es geregnet hat. Und deshalb ist es wirklich sehr, sehr wichtig, die Tees im Voraus zu kosten, denn es gibt große Qualitätsunterschiede zwischen jedem Tag. Und dieser 2. Mai war wirklich ein schlechter Tag, um Tee zu machen. Und der erste war okay,
Aber der dritte war wirklich besonders gut und deshalb habe ich diesen selektiert. Was kann man sonst sagen? Auch zwischen morgens und nachmittags gibt es in Shaanxi einen großen Unterschied. Denn die Berge dort, das Klima ist so gemacht, dass morgens normalerweise eine große Sonne scheint. Es ist schön warm und viele Sonnenstrahlen kommen da und das ist sehr gut, um den Tee zu ernten, denn dann ist er wirklich sehr, sehr trocken. Aber auch wenn es nicht regnet, im Nachmittag kommen dann immer Wolken, wie ihr das in meinem Video vielleicht beobachtet habt oder gestern in den Fotos aus im Instagram, die ich gepostet habe. Im Nachmittag, so um 2 Uhr, kommen immer Wolken in Shaanxi an und die bringen viel, viel Feuchtigkeit. Also auch wenn es nicht regnet, bringen normalerweise diese Nachmittagswolken viel Feuchtigkeit mit und das ist also nicht so gut während der Ernte. Es ist also immer besser, Tee zu machen am Morgen oder wenn die Sonne scheint. Denn Tee zu machen, wenn man Tee pflückt, muss man ja diesen Tee von seiner feuchtigen wie er ist, da sehr feucht, die Blätter, wenn sie lebendig sind, haben viel Wasser. Aber wir möchten sie ja in diesem Stande haben, trocken. Und um sie zu trocknen, hilft es, wenn sie schon ziemlich trocken sind. Je mehr Feuchtigkeit sie hinzubekommen, desto mehr Arbeit hat man und je mehr man diese Blätter verarbeitet und artifiziell trocknen muss, desto mehr ändert sich dieser naturelle Geschmack. Deshalb ist ja ein roher Fisch dem natürlichen Geschmack am nähesten und je mehr man den Fisch grillt, kocht, desto weiter verändert sich sein Geschmack und er ist nicht mehr wie es Natur ist. Bei den Blättern ist es auch so, je weniger man diese Blätter trocknen müssen, desto mehr hat man den originalen Geschmack aus der Natur, aus der Plantage. Süß und frisch und ja, vor allem sehr, sehr süß. Und diese Energie aus den hohen Bergen. Ja, mit dieser natürlichen Harmonie und Süßigkeit. Also, und all diese Sachen, die die Bauern nicht kontrollieren können, wie Regen, das Wetter, manchmal Insekten, die kommen oder Arbeiter, die zu wenig sind. Das hat dazu geführt, dass einer meiner Bauer hat Herzprobleme gehabt am ersten Tag der Ernte. Wahrscheinlich zu viel Last auf seinen Schultern und er musste ins Krankenhaus gehen, weil sein Herz angefangen hat, ihm weh zu tun. Und es wundert mich nicht, dass an diesem Tag geschehen ist, weil an diesem Tag wirklich die ganze ja, Konzentration, alle Probleme kommen da auf einem zusammen. Und wir trinken zwar Oolong sehr gemütlich zu Hause und versuchen da Harmonie zu finden mit Natur, aber man muss auch Respekt haben für die Arbeit, die dahinter steht und was es bedeutet für die Bauern und für die Arbeiter in den Plantagen,
per Hand die Blätter zu pflücken. Und auch manchmal ist das Wetter nicht hundertprozentig, wie es sein soll. Und das müssen dann die Teemeister dahinter kompensieren, durch ihre Art, etwas länger trocknen zu lassen, zu wissen, wann die Blätter bereit sind für die nächste Etappe. Das alles, da gibt es kein Rezeptbuch. Jeder muss mit seiner Nase das am besten bewerten. Und ja, Respekt. Und was gut ist, zum Schluss hat man immer eine große Wahl und man kann seinen Lieblingsteich dann sich aussuchen, wenn man zur guten Zeit kommt. Ja, deshalb kam ich am Donnerstag, wirklich am letzten Tag der Ernte, da konnte ich zwischen wirklich mehreren Tagen probieren und selektieren, und die besten Lose, die gehen ja am schnellsten weg. Deshalb ist dieser Timing sehr, sehr wichtig für Hochland-Oolong. Und mein Glück ist, dass ich in Taiwan lebe und dies am besten hier kontrollieren kann. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr euch dafür interessiert, wie unser Lieblingstee gemacht wird. Und das ist also mein Feedback von meiner kleinen Reise nach Shaanxi am 3., no, am 5. Mai, wo ich diesen Teeabend des 3. Mai gefunden habe. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage euch bis nächste Woche für eine neue Teeklasse mit mir, Stefan Erler. Tschüss!